So, ich sitze hier mit der Geschäftsführerin der Firma Gläser und Flaschen in Berlin, Stefanie Burmeister. Stefanie, die Firma errichtet in diesem Jahr bei der Freiburger Badenmesse im September zum zweiten Mal einen Marmeladenwettbewerb aus. Und dazu möchte ich dir ein paar Fragen stellen. Ja. Jetzt, wie bist du draufgekommen, so einen Marmeladenwettbewerb ins Leben zu rufen? Ja, also Marmeladenwettbewerbe haben leider in Deutschland nicht unbedingt, aber in England eine ganz lange Tradition. Und da ich in England zur Schule gegangen bin, habe ich das natürlich mitbekommen. Die machen immer so von County zu County immer kleine Marmeladenwettbewerbe. Und das Schöne, was ich daran immer so faszinierend fand, war, der wird ausgerufen, die Leute strömen da einfach hin. Also es wird auch nicht gesagt, sie müssen sich anmelden oder irgendwas. Nee, das ist meistens im Rahmen einer britischen Art Flohmarkt. Das nennt sich dann Kabuzell, da verkaufen sie dann ihre ollen Sachen aus dem Kofferraum raus. Und dann wird gesagt, wir machen noch einen Marmeladenwettbewerb und dann kommen die da an und geben ihre Marmeladen ab. Es ist wirklich sehr witzig. Also und als wir mit dieser Firma anfingen, kam das natürlich automatisch, dass ich sowas machen wollte. Das will ich schon seit über 10 Jahren. Mhm. Und man braucht ja meistens Freunde für sowas und ich hatte, irgendwie hat es nie geklappt. Das war immer irgendwie nicht zu machen. Und jetzt habe ich aber meinen Freund Kurti, der unten in der süddeutschen Region Gartenmessen mit und für uns macht. Mhm. Und dem habe ich das mal vor urlangen Zeiten erzählt. Also ging der, als der mit der Badenmesse sprach, hin und hat gesagt, ach, wollen Sie nicht Marmeladenwettbewerb machen? Und die fanden das total super. Und das war genau das, was ich brauchte. Also es war wirklich, da haben wir wirklich Leute gefunden, die gesagt haben, wow, super, machen wir. Ich bin dann nach Freiburg gefahren, habe mit denen gesprochen. Und das war total easy. Das sind ganz nette Leute. Und alle komplett begeistert. Die hätten am liebsten alle selbst mitgemacht, darf man ja nicht. Aber die Veranstalter dürfen leider nicht mitmachen. Aber nichtsdestotrotz, viel auf fruchtbaren Boden. Und dann hatten wir uns kurzfristig entschlossen, diesen Marmeladenwettbewerb zu machen. Und ist ein langer, langer Traum gewesen. Er war auch ganz, ganz toll. Und jetzt machen wir ihn sage und schreibe schon das zweite Mal, was ich natürlich super finde. Okay, also letztes Jahr war er bei der Badenmesse zum ersten Mal. Ich gehe davon aus, da es in diesem Jahr wiederholt wird, das ist ein ziemlicher Erfolg, oder? Es war ein totaler Erfolg. Also wir hatten ja nicht allzu viel Zeit und wir mussten uns auch erstmal zusammenraufen, weil wir waren ja nun in Berlin, die waren in Freiburg und die Juroren mussten ja alle aus Freiburg kommen. Mhm. Die müssen ja für einen Tag, also die Juroren haben bei einem Marmeladenwettbewerb wirklich ganz viel zu tun. Also die sind echt Hut ab. Ich habe sowas auch schon gemacht. Also Marmeladen zu testen, das ist wirklich eine echte Herausforderung. Aber ganz tolle Juroren gehabt. Also alles aus Firmen in Freiburg. Und die Juroren müssen gewerblich tätig sein und sie müssen vor allem auf dem Essensbereich tätig sein. Das heißt, wir hatten Konditoren, Marmeladenkocher, ich will jetzt hier keine Namen nennen, um hier keinen zu bevorteilen, aber es waren ganz tolle Juroren dabei. Und die haben dann die Marmeladen geprüft. Die mussten ja gefunden werden. Das hat die Freiburger Messe übernommen damals. Mhm. Und die Werbung war, wie gesagt, kurzfristig und als wir dann anfingen, als wir ankamen, hatten wir sage und wir hatten gesagt, die Leute müssen sich anmelden. Wir hatten 12 Anmeldungen und wir mussten zu 5 von der Firma nach Freiburg und ich habe gedacht, oh mein Gott, das wird ein Flop. Und wir hatten aber gesagt, die dürfen auch von selbst kommen. Wir wussten also nicht, was auf uns zukommt und es waren sage und schreibe 82 Marmeladen am Ende. Die standen Schlange bei der Anmeldung. Unsere arme Petra, die musste die ganzen Anmeldungen machen. Das hat sie mit Bravour geleistet, weil es wird ja dann richtig, die werden ja richtig registriert. Das heißt, die kriegen eine Startnummer, da muss die Startnummer übereinstimmen mit dem Anmeldeformular, dass man also wirklich mal weiß, wer welche Marmelade gemacht hat, ohne dass es auf der Marmelade steht und so. Und es war ein Riesenerfolg. Mhm. Das war wirklich richtig toll. Die Leute sind alle da gewesen, haben sich dann angeguckt, wie die Marmeladen geprüft wurden. Die Prüfer haben den Job wirklich ernst genommen, was ich ganz toll fand, weil das ist wichtig. Die Leute geben sich ja viel Mühe für ihre Marmeladen. Mhm. Und als wir jetzt gesagt haben, wir machen es dieses Jahr wieder, haben sie sich alle gefreut. Viele der Juroren kommen wieder. Mhm. Und die Messe freut sich darüber. Wir freuen uns fürchterlich. Es wird ein Riesenspaß, ich bin ganz sicher. Okay, gut. Ja. Jetzt nehmen wir mal an, ich würde gerne bei diesem Marmeladenwettbewerb mitmachen. Was muss ich da tun? Wie kann ich teilnehmen? Also wir haben es diesmal, da wir uns jetzt etwas sicherer fühlen, so gemacht, dass man tatsächlich einfach mit der Marmelade kommen kann. Zur Messe in Freiburg am 15. September oder wann?
sollten wir eigentlich wissen, oder? Nein, es ist am 15., am Samstag. Man kann einfach mit der Marmelade kommen. Die Anmeldung ist von 10 bis 12 Uhr. Und da kommt man mit seiner Marmelade zu unserer Anmeldung. Dann wird die registriert. Wir wissen sicher, dass wir 120 Marmeladen prüfen können. Wir denken, wir können auch 150. Alles andere geht auf eine Warteliste. Das heißt also, wir müssen ja mal gucken, dass es da noch machbar ist bis zur Siegerehrung. Wir wollen ja nicht bis zur Nacht sitzen. Aber man kann sich dann anmelden und wird dann werden die Marmeladen registriert und geprüft. Und da muss man halt, man kann da mal gucken, wie sie geprüft werden. Also man sollte nicht zum Prüfer gehen und sagen, ey, das ist meine Marmelade, ist die nicht besonders gut? Ist alles passiert, aber die Prüfer sind voll eingewiesen, wie sie darauf zu reagieren haben. Soll ja keine Beeinflussung geben, aber dann kann man sich einen schönen Tag auf der Messe machen und dann ist um 15.30 Uhr, hoffen wir, dass wir es schaffen, die Siegerehrung, vielleicht auch 16 Uhr und so sieht es aus. Okay, jetzt nehmen wir an, mir reicht nicht, da einfach nur teilzunehmen, sondern ich möchte gewinnen. Ja? Wie muss ich meine Marmelade kreieren, um da eine besonders gute Chance zu haben, zu gewinnen? Muss die was Besonderes sein? Muss die was noch nie da gewesen sein? Irgendwelche Früchte, die aus Südostasien kein Mensch kennt? Oder wie sollte meine Marmelade sein? Also ich hätte bis vor kurzem noch gesagt, ja, wahrscheinlich ist es eher eine klassische Marmelade. Aber das stimmt tatsächlich nicht. Also wir hatten letztes Jahr so super Marmeladen. Also erfahrungsgemäß gewinnt nicht unbedingt immer die Marmelade mit Goldstaub. Also das muss gar nicht unbedingt was Ausgefallenes sein. Ich hätte jetzt sonst immer gesagt, naja, so erfahrungsgemäß sind es eher schlichte Marmeladen. Aber letztes Jahr hat verdientermaßen eine Dreifruchtmarmelade gewonnen. Ich glaube, es waren dreifrüchtig, müsste ich jetzt lügen, zwei oder drei. Also es war eigentlich eine Mischmarmelade und die war richtig toll. Also man kann das nie sagen, weil diese Prüfkriterien, die werden ja richtig durchgeprüft und sie muss einfach insgesamt wirklich gut riechen, gut schmecken und wirklich eine gute Marmelade sein. Und das kann also sowohl eine simple Erdbeermarmelade sein, wie irgendwas mit Nüssen oder mit Rum. Obwohl, ehrlich gesagt, mit Alkohol habe ich noch nie. Also das habe ich wirklich selten. Alkohol ist etwas, wenn es ganz wenig benutzt wird, ja, manche kippen ein bisschen zu viel rein, dann schmeckt die Marmelade nur noch nach Rum. Also man sollte halt zusehen, dass es wirklich eine fruchtige, schöne Marmelade wird. Okay. Und dann am Schluss noch die wichtigste Frage. Was kann ich da gewinnen? Ja, sehr wichtige Frage. Also, wir haben einige von unseren Firmen, mit denen wir auch schon länger arbeiten, gefragt und haben ganz tolle Preise gekriegt. Also die Firma Severin stiftet für den ersten Preis einen ganz tollen Kaffeeautomaten. Und das ist der erste Preis mit einem Einmachpaket. Wir wollen ja jetzt, dass die Leute weiter kochen. Das heißt, so kriegen sie ein paar Gläser und ein paar Flaschen und ein Buch und so weiter und so weiter. Der zweite Preis ist von der Firma Elo. Die haben einen Marmeladentopf, das ist wirklich ein tolles Teil, das kann man oben anfassen, das ist ein Henkel und da kann man die Marmelade rausgießen. Die hat so einen Ausguss, ganz toller Topf und einen Entsafter und ein Einmachpaket. Und der dritte Preis ist von Victorinox ein schönes Messerset und ebenfalls ein Einmachpaket. Toll. Ja, lohnt sich mitzumachen. Ja, okay, dann. Viel Spaß und viel Freude und viel Erfolg ja, in Freiburg bei der Messe. Dir auch. Ja, danke.